Ja, Vorfreude, Cup-Finale gegen GC ist, glaube ich, immer ganz speziell. Finale sowieso, daraufhin haben wir gearbeitet. Wir, glaube ich, sind extrem motiviert, haben sicherlich auch noch ein bisschen was gut zu machen. Aber es ist ein tolles Stadion, wo ich hoffe natürlich auf eine fantastische Unterstützung. Und dann wollen wir es natürlich am Wochenende auch bei uns lassen. Und dementsprechend, glaube ich, können die Mädels sehr unruhig aktuell schlafen, weil sie einfach auch sich sicherlich freuen auf Samstag. Wir haben schon die Stärken sicherlich im letzten Spiel gesehen. Sie machen aus wenig Torchancen Tore, sind bei Standards. Das ist wirklich sehr gefährlich. Da müssen wir wachsam sein und aufpassen. Auch da haben wir zu viel zugelassen, auch wenn es nicht bestraft worden ist. Ansonsten sind sie einfach sehr aggressiv und versuchen vor allem gegen den Ball und ohne den Ball viel zu unterbinden. Und das kostet sicherlich mental viel Kraft, dass man da auch parat ist und sich trotzdem auf sich fokussiert und auch vor allem sich treu bleibt. Und das wird sicherlich eine große Herausforderung. Ja, es ist ein Finale. Ich glaube, da musst du von der Haarspitze angefangen wirklich nervös sein. Das darfst du. Aber im positiven Sinne, du musst den Flair des Stadions, vor allem aber auch hoffentlich des Publikums wirklich aufsaugen. Ja, aber viel wichtiger ist vor allem sich treu bleiben und vor allem auch von sich und auch von unserem Plan und auch von der Mannschaft überzeugt sein und dann einfach auch sicherlich abrufen und das dann bis zur letzten Minute. Das Stadion Letzigrund ist sicherlich immer ein Highlight-Stadion. Generell finde ich persönlich einfach fantastisch. Das ist das, wo du nachstrebst, wo du auch irgendwo für lebst und für arbeitest. Dementsprechend wird es sowieso extrem besonders für alle drumherum und auch für die Mannschaft. Es ist ein großer Platz, der uns sicherlich zugutekommt, gerade auch mit unserer Athletik und Dynamik. Das wollen wir natürlich auch ein Stück weit ausnutzen. Aber auch das Publikum, wo ich von überzeugt bin, dass sie uns auch nach vorne peitschen werden, ist dann einfach was Besonderes für viele Spielerinnen. Das Selbstvertrauen, das haben wir uns die ganze Saison bisher erarbeitet. Die Mannschaft wirkt wirklich sehr stabil, auch sehr selbstsicher. Sie wächst wirklich täglich. Wir haben gute Charaktere dazu bekommen, auch mit viel Erfahrung. Das hilft einfach auch der jungen Mannschaft drumherum. Und das siehst du, dass sie wirklich an sich glauben, auch an dem, was wir vorgeben. Und das ist einfach extrem schön zu beobachten und auch zu sehen, wie sich junge Spielerinnen dann wirklich auch an den älteren und erfahrenen Spielern orientieren. Und dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass wir das Spiel schon hoch konzentriert und auch mit einem extrem großen Fokus angehen werden. Die Mannschaft ist wahnsinnig nervös, aber freut sich unfassbar darauf. Jeden Tag kommen die mit wirklich so einem strahlenden Gesicht, aber mit einer hochkonzentrierten Einheit auf dem Platz. Und dementsprechend bin ich natürlich aktuell auch sehr zufrieden und bin auch absolut von der Mannschaft überzeugt, dass wir da wirklich ein Feuerwerk ablegen können.